Der NEOS-Chef Matthias Stolz ist der Nächste. Dankeschön, Herr Präsident, Herr Minister, liebe Damen und Herren. Als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler heute angesprochen, als europäische Bürger und Bürgerinnen. Wir verhandeln hier die Perspektiven der Budgetpolitik der Europäischen Union. Ein wichtiges Thema, weil ein Zukunftsthema. Europa ist der Ort, in dem wir leben, an dem wir leben und an dem wir auch in Zukunft leben werden. Was mich betrifft, auch leben wollen. Ich halte es daher für ganz wichtig, Herr Minister, dass wir in eine nachhaltige Finanzierungsstruktur für Europa kommen. Europa ist finanziell nicht gut aufgestellt. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, hat das keine große Priorität, weil natürlich auch die Vision fehlt für die Gemeinsamkeit in Europa, weil das Bekenntnis fehlt, dass Europa wichtig ist in diesen Tagen, in diesen Jahren und für die Jahrzehnte, die hier kommen, sondern weil versucht wird, gerade im Umkehrfall mit dem Würgen der europäischen Idee Wählerstimmen zu keilen. Also im Moment versinkt diese große Idee der europäischen Gemeinsamkeit im Sumpf nationaler Wahltaktiken. Und das ist natürlich eine Tragödie. Und da müssen wir dagegenhalten auf allen Ebenen und so auch auf dem Eck der Finanzen für dieses gemeinsame Europa. Wir können Europa nur weiter voranfahren, wenn wir eben auch entsprechend den Tank füllen können. Ansonsten ist das wie ein Auto, das nicht betankt ist. Da wirst du nicht vom Fleck kommen. Wir müssen natürlich Ressourcen freimachen, finanzielle Ressourcen. Das heißt, wir müssen die derzeitige Tanklogik auch verändern. Wir müssen natürlich auch verändern, wie wir derzeit die Gänge einlegen. Das heißt, die Struktur der derzeitigen Finanzierung und der Ausgaben muss umgestellt werden. Alles unter dem Titel und der Vision, dass Europa unsere Zukunft ist, dass die Gemeinsamkeit unsere Priorität ist, dass darin die Chancen liegen für unsere Lebensqualität, für unseren Wohlstand, für unseren Frieden. Was gilt es zu tun? Erstens Bekenntnis zu Europa als ein Raum der Rechtsstaatlichkeit, als ein Raum der sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Zweitens keine Denkverbote. In die Diskussion gehen für zukünftige Modelle. Wir wollen weitere Schritte auf dem Weg zu einer Republik Europa, in dem der Souverän, in dieser der Souverän die Menschen sind, die Bürgerinnen und Bürger sollen hier das letzte Wort haben. Das heißt, wir brauchen auch hier natürlich ein gestärktes Parlament, eine gemeinsame Regierung. Wir brauchen auch ein Bekenntnis und dann dafür finanzielle Mittel für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das klare Bekenntnis von NEOS: Wir brauchen eine europäische Armee, die wir schrittweise aufbauen. Und wir sollten hier auch von Österreich weg Druck machen für diese wichtigen Themen. Ich freue mich, dass noch nicht ganz entschlossen, aber halb entschlossen sich die Freiheitlichen diesem Thema langsam annähern. Ich freue mich, dass sich schrittweise hier auch die Freiheitlichen öffnen diesem Thema. Ich freue mich, dass der Herr Heinz-Christian Strache sich auch schon in Aussagen dazu bekannt hat, auch wenn er noch zurückrudern musste. Aber es gibt immer die Chance auf ein zweites Mal, Herr Strache. Ich hoffe, dass auch natürlich die ÖVP sich dem widmen wird. Um Mittel hier freizumachen, können wir zum Beispiel in der Strukturförderung einiges zurückfahren, weil da gibt es große Fragezeichen. Zum Beispiel hat der Raum Oberbayern in der Periode 2007 bis 2013 886 Millionen Euro bekommen aus Strukturmitteln. Jetzt sind die Strukturmittel aber dafür da, dass man irgendwo schwache Regionen unterstützt. Aber Oberbayern liegt 137,9% über dem EU-Bruttoinlandsdurchschnitt. Also da muss man nicht reinheizen. Diese Gelder kann man anders verwenden, die kann man besser verwenden. Auch in der Landwirtschaft wollen wir umstellen. Wir sagen, wir wollen eine moderne, innovative Landwirtschaft. Wir wollen auch ein Bekenntnis natürlich zur Landschaftspflege hier. Wir müssen aber rauskommen aus dieser Subventionskultur, die im Moment da ist und die oft auch verheerende Auswirkungen hat. Wir brauchen eine Investitionsunion, keine Subventionsunion. Das ist die Logik von uns NEOS. Wir wollen in Zukunftsbereichen natürlich zusätzliche Mittel hineingeben, damit hier Entfaltung kommt. Wir wollen in anderen Bereichen Mittel abziehen. Wir wollen absolute Transparenz und
Mit diesen Schritten, glaube ich, kommen wir der Idee eines gemeinsamen Europas in vielen Bereichen, in den wesentlichen Bereichen, ganz viele gute Schritte näher. Das ist das Ziel. Bitte um Unterstützung.